Wir sind Preisträger des diesjährigen Kurt-Rothschild-Preises 2017 mit unserem Buch Ökonomie der internationalen Entwicklung. Das ist unser Buch. Das heißt, wir sind hier beide, Johannes Jäger, Elisabeth Springler. Und unser Ziel ist es, die ökonomische Disziplin aus einem pluralen Hintergrund zu erklären, abseits des ökonomischen Mainstream. Unter Mainstream verstehen wir dabei die Neoklassik. Und wir haben der Neoklassik zwei wesentliche ökonomische Strömungen gegenübergestellt, den Postkeynesianismus und die kritische politische Ökonomie. Im Rahmen unseres Buches werden wir in verschiedenen Ebenen diese Unterschiede dargestellt und jeweils studentenfreundlich aufgearbeitet. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Buch gemacht haben und es auch so breiten Anklang findet. Nicht nur dieser Preis, der heute hier verliehen wurde, sondern bislang ist es auch sehr gut verkauft worden. Und es gibt das Buch mittlerweile schon in der dritten Auflage. Und was vielleicht dieses Buch eben so besonders interessant macht, ist nicht nur diese studierendenfreundliche Aufmachung, sondern auch die praxisorientierte Herangehensweise. Im Buch behandeln wir nämlich wichtige wirtschaftliche oder wirtschaftspolitische Fragestellungen, ausgehend zum Beispiel von der Rolle des Staates, was soll der Staat machen, wie soll Wirtschaft organisiert werden, über die Frage Wachstum und Wirtschaftskrise bis hin zu Fragen der Geldpolitik und der globalen politischen Ökonomie. Und die wichtigen Beiträge jenseits der Neoklassik, wie die Kollegin Springler schon gesagt hat, liegen eben im Bereich der postkeynesianischen Perspektive und der kritischen politischen Ökonomie, wo das eben zwei sehr wichtige Stränge sind im Rahmen der heterodoxen und der pluralen Ökonomie.